ist gerade nicht mehr windig. Das ist schön. Alles zu? Ja, ist alles zu. Hallo und herzlich willkommen Off Hunter. Der Kommentator aus dem Off. Also, um das Ganze, was ich hier euch gleich zeige, ein bisschen einzusortieren und einzukommentieren und ja, ein bisschen zurechtzurücken. Auch für welche, die jetzt vielleicht wegen dem Titel neu auf meinem Kanal sind, hallo und herzlich willkommen. Wieder ans Abonnieren denken. Also, ich bin da auf der Illegal Line am Cleanerwreck unterwegs und ich habe mir schon vorher darüber gelesen und habe mir gedacht, hoha, das könnte was werden. Hab's mir mal beim angeguckt, oh, da sah das ganz schön flummig alles aus und so weiter. Also, ich fahre seit ungefähr einem Jahr Mountainbike, bin da vom Motorrad gefahren. Hab immer so, war schon ein paar Bikeparks, so ist es nicht, hab auch schon Enduro-Lines gefahren, bin immer so Enduro bei Unzierungen gefahren, in der Region, wo ich eigentlich wohne. Ich war an diesem Tag, oder auf dieser Reise, am dritten Tag unterwegs. Es war irgendwann mittags. Ich habe mich relativ kopfmäßig fit gefühlt. Aber das, was da gleich kommen wird, habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Also das, was da an Stufen ist, an Verblocktheit an und so weiter. Deswegen geht es da auch gleich ganz schön langsam. Und ziemlich langsam runter. Halt einfach. Also ich bin da auch alleine unterwegs. Das war auch noch so ein Punkt. Man wird es auch gleich sehen, ich war da auch allein im Wald. Ich habe auch immer Angst gehabt, irgendwelche schnelleren Leute aufzuhalten. Aber nur so, damit man das Ganze mal so ein bisschen einsortieren kann. Wenn ich das Ganze mal so ein bisschen zurechtdrücke, dass ich hier jetzt keine falschen Erwartungen wecke. Also es gibt hier in die Wälder auch schon. Bist du schön vorgefahren? Auch so Strecken. Da habe ich mich aber irgendwie noch nie so rangetraut. Aber wie gesagt, nichts so verblockt wie im unteren Teil hier. Das ist jetzt noch anfängerhaft. Aber das geht gleich echt voran. Und wer die Illegal am Cleanerwreck kennt, der wird mir zustimmen. Das ist halt einfach nichts für Anfänger. Wie gesagt, ein Jahr Mountainbiken. So, Blackline Winterberg. Da habe ich mehr Runde getragen, als ich gefahren bin. Die Enduro Lions im... Ja, schon ganz schön ruppig hier. Greenhill Bike Park, die bin ich alle gefahren. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt wieder welche sagen, du gehörst da nicht hin, ja, das mag sein, aber ich mag Challenges. Und durch Challenging, durch Challenges wird man besser. Wenn man immer nur auf die Flowlines bleibt, fährt man immer nur auf Flowlines. Irgendwann muss man sich auch an sowas rangetrauen. Deswegen habe ich mir an dem Tag mal gedacht, ich gebe mir mal die Illegal und guck mir das Ganze mal an. Kommt her. Genau, es kam mir, wie gesagt, ich wollte niemanden aufhalten auf der Strecke. Weil das ist halt auch doof, wenn du als Schnellerer kommst und dann eiert vor dir einer so rum und dir fehlt der komplette Sprung. Also im bewachsenen Wald. Und jetzt ging's weiter. Ja. Da oben drüber geht der Sessellift. Da konnte man schon sehen, wie die Strecke so ein bisschen ist. Und da habe ich mir schon gedacht, so aus dem Lüfter so hoch, ja, das könnte spaßig werden. Ich bin da überall zu langsam. Schön. Ja. Aber ich kenne halt auch die Strecke nicht.
So im Nachhinein betrachtet hätte man sich einen halben Vormittag Zeit nehmen müssen, sich die Strecke zu erarbeiten und einfach flüssig zu fahren. Aber auf der anderen Seite, man kennt es, man ist in einem Bikepark, man möchte mal alle Strecken fahren. Schon die Ausfahrt war über diese Steinplatte weg. Also es war beim Fahren gar nicht so schlimm. Wenn man von unten guckt, denkt man sich so, das bin ich gerade gefahren. The first time. Nur für fortgeschrittene Biker. Nemexia, ich glaube, das ist Deutschland. Bin ich dann fortgeschritten, wenn ich so runter zugeschafft habe? Aber alles abholen können. Ja, das auch. Wir brauchen nicht Bodenfreiheit. Boah, wo muss ich denn jetzt hier durch den Wurzelwald durch? Mal die Easy Dine genommen. Ja, da stehe ich auch wieder da und warte. Gucke. Da trage ich schon, weil ich nicht so richtig weiß, was ich abrollen kann. Ich habe es hinterher herausgefunden. Also ich kann bis zu meinem Knie, Kniehöhe von Stufen kann ich abrollen. Und was ich halt auch noch wirklich immer noch üben muss, ist es Droppen. Ob man Lenker hochziehen. Also mehr so, wie die Bewegung geht, weiß ich. Es ist halt nur mehr so das Timing. Dass ich nicht nach vorne runterfalle. Aber gut. Na? Schon ordentlich. Gibt's wieder 12 Lines durch den Wald. Ja, Puls 160 einen Berg runter, ne? Das wäre sogar easy Räuber. Das ist alles first try jetzt, ne? Ja, die Ausfahrt ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Ja. German, Czech? Wie bitte? Ah, Deutsch. Deutsch. Ja, fürs erste Mal Fahrt, ne? Gut, oder? Das ist anspruchsvoll, ja? Besser, wenn man sich das nicht lieber anguckt, sondern einfach nur rollen lassen. Einfach rollen, wenn du es hier von unten anschaust, sieht's. Du willst es nicht mehr fahren, ja? Aus, ja. Ich kenne auch ein paar so Stellen bei mir da auf dem Home Trails. Da guckst du von unten und denkst so, nicht schön. Ach so. Ja, so kann man es dann auch machen. Aber gut, also es ist machbar. Ja, es ist echt machbar. Du musst nur trauen, so die Absätze kurz mal anlupfen. Oder 29er und rollen lassen. Genau. Ja, Spindrift hatte ich auch im Auge. Ja. Hat aber SRAM Code R-Bremsen. Also hat der, glaube ich, oder hat MT5 oder irgend sowas. Also diese Bremsen sind totale Scheiße. Code R? Ich hab das Shimano Sand. Die Sand, okay, ich hab die SLX dran, ich finde die gut.
Ich hab die quietscht und die rutscht bloß. Achso. Ob das an den Belegen, ob die irgendwie was gefressen haben? Ja. Ja. Jetzt nur an. Ja. Ja, hier. Hm. Ich hab jetzt nochmal neue Belege probieren. Mhm. Und wenn nicht, baue ich auf Magura um MT7 dann. Ne, ich habe SRX hier drin. Ich habe am E-Bike XT, ne? Passt auch. Geht das? Oh, ja, es geht. Naja, mit dem schweren E-Bike. Gefahren, ja. Oder? Was? Habt ihr die schon gefahren? Nö. Erstes Mal. Ja. Ah, okay, weil der Spaßige kommt jetzt erst. Ach so. Das war jetzt easy. Das war noch easy? Das war jetzt easy, ja. Was heißt denn spaßig? Da kommen jetzt so ein paar Felsformationen, da musst du deinen Weg suchen. Und zwischen Bäumen durch und Richtung. Ja. Also wenn ihr wollt, könnt ihr uns folgen. Also nee, ich will keinen hinten im Blick haben. Wir können alle vorne. Ja, ich guck's mir mal ein. Zur Not lasse ich abreißen und trag's runter. Direkt steig ich auf. Aber dann komm ich ja gut auf die Abfahrtsbewegung. Au, meine Eier, oh. Ja, aber besser so als nach vorne abgestiegen. Ja, ja. Ah. Also ich bin da hinten aufs Hinterrad runtergerutscht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall, ich habe es gerettet. Ich glaube, ich bin irgendwie von der Pedale abgerutscht und ich bin zu weit nach hinten gekommen. Einmal auf der Eier lang gerutscht. Ja, aber besser so als nach vorne. Danke, Thomas. Genau. Also was ich hier meine, ist Thomas von Free and Ride. Bei dem hatte ich 1, 2, 3 Wochen davor. Okay. Schulung. Ja, jetzt ist natürlich der ganze Flow raus, aber da sieht man schon, dass das rollbar gewesen wäre. Solche hohen Stufen. 2900er Zeit lang. Jetzt geht's richtig los. Das wäre andermal schief gegangen. Na, außer rettet man sich. Das war ordentlich. Mein Höslein eigentlich noch ganz oder habe ich das jetzt zerrissen? Boah. Wo bist du halt mal denn? Ob ich mir das nochmal antue? Ich glaube nicht. Ja. Crash-Rollstuhl. Worauf ich da einspiele, ist das Schild da. Was da auf dem Schild stand da. Mit Crash. Da war Crash im Rollstuhl. Alles rollbar. Das ist nichts für mich. Da habe ich schon überlegt, ob ich es machen soll, aber der Point of No Return war da oben überschritten. Also durch da. Go, go, go! Aha, so macht man das also. So funktioniert das, Kinder. Ich hätte natürlich auch machen können, ist immer das Rad irgendwo hinlegen, Strecke abwandern, Trackwalk machen, wieder hochgehen, fahren. Da hätte ich eine Stunde für die Line gebraucht. Das war irgendwie so, keine Ahnung, 13:30. Ich wusste zum Glück nicht, wer ich fahren.
aber die Kräfte waren auch nicht mehr so da. Also wird die Zukunft einfach Baron fahren. Das schwarze Deluxe hier. Und dann direkt da drauf und angucken. Oder halt länger Zeit nehmen. Gut, gehen wir wandern hier. Kommt der wieder? Nee. Aber an sich ist das eine coole Line. Nicht so glatt geschäbt wie die anderen. Ist so Jumpline. Sieht halt aus wie so ein richtiger. Nichts für Anfänger, gar nichts. Null. Nicht mal aus für mich. Wie so ein Enduro-Trail im Wald. Steine gucken raus, Wurzeln, Absätze. Wie gesagt, ich wusste nicht, wie hoch die Absätze sind. Und auf die Videos, wenn die da runterfeuern, du siehst halt nie die Absätze. Du kannst halt null die Geschwindigkeit einschätzen. Weil beim Mountainbike ist zu langsam ist doof, aber zu schnell macht auch irgendwann Aua. Du musst halt immer so auf Messerschneider rumwandern. Immer so eine Gratwanderung zwischen. Ich bin jetzt zu langsam und zu schnell, ich gehe zu viel Risiko, ich gehe zu wenig Risiko. Shit. Oder besser, ich gehe zu viel Risiko oder ich bin zu langsam. Da hat das viele Tracks den Üben was gebracht. Upsala! Ach du Scheiße! Ja, der hat mir der spaßige Teil. Boah. Wenn ich nichts kaputt gemacht habe hier. Nee. Das ist mir zu ruppig. Es stimmt jetzt, dass ich nichts mehr sehe, weil die Gockel beschlagen ist. Das ist angewandtes Wandern hier. Na gut, die sehen mich alle. Hätte ich mal die Wanderschuhe eingepackt, ey. Ja, aber Free and Ride Thomas Kurs hat mir schon jetzt gerade derben Arsch gerettet. Ich glaube, ich sollte lieber auf der schwarzen Flowline bleiben.
Alter Schwede, ey. Puh. Gib ich mir das jetzt noch weiter? Oh, ey, das sind doch nur Steine, ey. Alleine verloren im Wald. Das ist ja nur Stolpern, ey. Nee, du. Nee, du. Over my skills. Wide over my skills. Welchen Speed muss er denn hier ankommen, um das Bachgap zu schaffen, ey? Ja, da ist 29 schon von Vorteil. Hätte ich es mal gelassen, ey. Ja, liebes YouTube, jetzt müsst ihr euch das ganze Schlamassel hier angucken. Wäre ich mal lieber wandern gegangen, Alter. Aha. Also ich komme nicht drauf. Ja, scheiße. Hätte ich es mal gelassen.
Na, hier kommt die DH rein. Achtung, Skifahrer. Ach du Kacke. Das Steinfeld meint der Mike. Alles klar. Also ich meine hier den Kanal Mike Rides MTB. Ich hab das Steinfeld geschafft, Das ist halt nur Steine. Eine Line suchen und gib ihm. Und dann halt auch nicht davon ablinksen. Aber so lernt man es halt. Wenn man immer nur YouTube-Videos guckt und das sich nie selber mal anguckt und fährt. Lernst in der Schule halt besser gewesen. Muss das probieren und fahren. Die Profis machen es ja auch nicht anders. Gucken sich das an, suchen das irgendwie zu fahren oder gucken sich es bei anderen ab. Andere waren keine Mike, da. Mike, meinen allerhöchsten Respekt. Also müsste ich es mir selber erarbeiten. Ach wow, schön. Also, jetzt hat er das Tempo da runterfahren. Aufgehalten habe ich scheinbar niemanden. Bin. Hab's geschafft. Braucht nicht wie. Nach der Feier des Tages mit Cola. So, ja. Reifen müssen wir unten. Zeit für ein bisschen Schlaf aus der Dose. Oben ist nur einfach. Unten no chance. No chance. Mein Resümee zu illegal. Oben ist einfach, unten ist scheiße. Ja, Fahrzeug zu illegal, ne? Kann man machen, man kann es auch sein lassen. Alter, was ein Steinfeld. Jetzt weiß ich, was Mike meint mit, ich habe das Steinfeld bei am Klino geschafft. Das ist krass. Das ist krass zum Quadrat. Aber ich bin ohne Aua runtergekommen. War zwar bei der einen Einfahrt da, war es ein bisschen sehr sketchy, aber es hat funktioniert. Also von dem her. Danke, lieber Thomas. Wenn du das guckst, schreib das mal drunter. Deine Lessons und mein Üben danach. Wie steigt man so einer Situation ab? Das wäre sonst anders ausgegangen. Das sage ich jetzt wirklich ohne Scheiß und mit vollem Ernst. Das wäre, hätte ich das nicht so geübt, nach hinten abzusteigen, wäre ich nach vorne über den Lenker gezogen. Aber ich habe einfach das Rad Dings leicht gebremst und dann bin ich nach hinten runtergerutscht. Gefahrlos aus der Situation entkommen. Also besser, dass wir mal kurz die Eier wehgetan haben. Ja, mein Gott. Es wächst wieder hin. Aber hätte ich das nicht so geübt und nicht so gelernt, wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen. Also, danke dir. Ansonsten sehr hoher Kontrast zwischen Easy Line und Pro Lines. Also hier kommt jeder auf seine Kosten. Ja, die Enduro da, die kann man sich immer erarbeiten. Da machst du direkt richtig viel Skills.
richtig, richtig viel. War mit einer Akku, 48% Akku, 2 Stunden 29 Speicherkarte hier. Super! Super, super! Natürlich muss ich jetzt aufpassen. Man traut sich mit besserer Exit-Strategie, traut man sich auch mehr. Ich glaube, hier irgendwo geht die runter. Also, die eine habt ihr ja gesehen, die ist ja ausgestiegen und ist auf die Rubin gefahren oder auf den Baron. Das wäre die bessere Entscheidung gewesen. Ich hätte auch hier aussteigen sollen, da. Und hier hochschieben sollen und da weiterfahren. Na gut, so habe ich mir das alles mal angetan und angeguckt. Aber weit über meine Skills. Ich weiß nicht, ob ich die Skills irgendwann mal kriegen werde. Das war ja doppelschwarz. Da gehe ich dann lieber auf die Jumpline, als vor solche solches krasses Zeug. Weiß schon, ich weiß erstens, warum ich mir keinen Downhiller gekauft habe und zweitens, warum Downhill und ich keine Freunde mehr werden wollen. Mehr werden wollen, werden tun, werden machen, mir egal. Ich habe schon Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, Stündchen fahren wir noch. Dann fahren wir in die Unterkunft. Da gibt es eine Möglichkeit, das Auto sauber zu machen. Das werden wir auch mal machen. Auto ausfegen. Ausfegen und aussaugen. Ja, und dann schauen wir, was er da noch so bringt. Also mal so für Cleanaway-Anfänger, ne? Wenn er das hier runterschiebt, vergesst es. Wenn er hier euch diese Einfahrt nicht traut, der Rest wird wandern. Also ab hier oder ab hier die Skipiste runter. Wenn euch die Einfahrt da oben, wenn ihr die nicht schafft, ist vorbei. Dann fahrt die Skipiste runter und fahrt zu den anderen Lines. Fahrt auf die andere Seite vom Berg. Das ist wirklich ein ernst gemeinter Tipp. Meinen Feinden würde ich jetzt sagen, fahrt da runter, wenn ihr euch zerlegen wollt, ne, macht das. Ich habe mich an der Einfahrt da, habt ihr ja gesehen. Arsch auf Hinterrad. Aber lieber Arsch auf Hinterrad als über den Lenker, ne? War der Arsch mal kurz größer und der kleiner. Der Mountainbiker hat ja normalerweise genug Muskulatur am Popo. Also von dem her läuft das schon. So, genug rumgejammert. Noch ein Tipp als Einheimischer, das habe ich ja vorhin gesagt. Fahrt, wenn ihr einen Tank groß genug habt, fahrt die 10 Kilometer von Boschidan nach Jachimov runter und wieder hoch. Da unten ist es günstiger, müsst ihr vergleichen, aber das sind so 5 Cent auf den Liter. Das sind 10 Kilometer, dann kann man es ausrechnen. Das ist so ein Tipp von einem Einheimischen und fahrt dann aber wieder hoch und fahrt hier oben hin, weil hier unten das Gegurige ist, sei denn ihr wollt nach Tschechien weg und ihr übernachtet in Tschechien, das ist was anderes, aber wenn ihr in Deutschland seid, fahrt oben hin und nach oben weg. Das ist so ein Tipp am Rande. Und das hier. Wir standen vorhin hier und da sagte einer, das ist noch der Easy Part. Auch diese Einfahrt hier, das ist auch noch der Easy Part. Wenn du dich das schon nicht traust, vergiss es. Brech ab, fahr die Leinen woanders lang. Das sieht auch schon, ja. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell hier bin, vorhin. Aber, also, das war jetzt okay. Man soll es nicht herausfordern. Ich fahre jetzt noch ein paar Runden und fahre ich wirklich nochmal die Rubin. Guck sie mir mal an. Ich fahre jetzt nochmal ein paar Runden. Eier euch nochmal runter und dann fahre ich die. Gucke ich mir wenigstens die Azuma an, so zum Ausklingen. Ja, aber bis jetzt, Material hält durch, ne? Keine Defekte auf meinem kleinen Bike-Trip. Kannst du nicht meckern. Soll ich da mal meine Reifen angucken? Ob irgendwo Milch ausgetreten ist, aber bis jetzt sehe ich nichts. Ist egal. DHR, alles super. Man kann das Niveau von Clino weg gut an den Drops sehen. Das da rechts ist Baron, das links ist die andere. Das ist die Elite.